Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Gasregulierung. Ein seltenes Thema auf dem Kanal, weil natürlich viel Bewegung im Strombereich zu sehen ist in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren. Aber bei Gas, also bei der Geli Gas, bei der Gabi Gas, in diversen Marktregeln haben wir immer sehr wenig Bewegung gesehen. Aber jetzt ist es soweit. Der Hintergrund ist, wie wir uns alle bewusst sind, haben wir ja ein Auslaufdatum der Netzzugangsverordnung Strom und Gas, der Netzentgeltverordnung Strom und Gas und auch der Anreizregulierungsverordnung Strom, weil die niemals hätten als Verordnung vom Gesetzgeber in Kraft treten dürfen, hat jetzt das EU-Recht praktisch auch nochmal erkannt und festgelegt. Nee, das müsste unabhängig von der Bundesnetzagentur festgelegt werden, von der Aufsichts- und Regulierungsbehörde, nicht vom Gesetzgeber. Das war der Hintergrund mit Anpassung des Energiewirtschaftsgesetzes wegen unionsrechtlichen Vorgaben. Wenn ihr euch erinnert, auf dem Kanal haben wir das besprochen. Und dann ja letztens angedeutet, es gibt jetzt die große Beschlusskammer, die da Verschiedenes macht. Und aus dieser Richtung kommt es eben auch, dass wir mehrere Verfahren haben, die jetzt bei der Beschlusskammer 7 besprochen werden. Wie gesagt, eher seltenes Thema hier. Wir sind meistens bei der Beschlusskammer 6 für den Stromnetzzugang. Die 7 ist der Gasnetzzugang. Hier ist also doch jetzt einiges unterwegs. Gemeinsame Einleitung der Festlegungsverfahren. Dann haben wir einmal die Carla Gas, Kapazitätsregelung. Dann haben wir die Gabi Gas, das ist Bilanzierungsgrundregeln. Also steht für das Grundmodell von Ausgleichsleistungen und Bilanzierungsregeln im Gasbereich. Dann haben wir auch die Geligas 3.0. Da haben wir praktisch wie in der GPKE unsere Wechselprozesse und Stammdatenprozesse und Netznutzungsabrechnung mit drin. Und die Zubio, der Zugang von Biogas im Gasnetz. Und haben hier 4 praktisch parallel eröffnete und dann parallel laufende Festlegungsverfahren, die aber gemeinsam gestartet werden aufgrund der gemeinsamen Grundlage mit eben diesen unionsrechtlichen Anpassungen. Wir müssen jetzt praktisch die Gasnetzzugangsverordnung auflösen und die Inhalte von der Bundesnetzagentur neu beschließen lassen. Ihr habt dann hier, wie gesagt, ja 4 Links und die sehen alle relativ ähnlich aus. Es wird einmal kurz eingeführt, dass hier nun also Anfang Mai das Festlegungsverfahren gestartet wurde. In diesem Fall Kapazitätsregelung und Abwicklung, Netzzugang, Gassektor, also Carla Gas 2.0. Und hier geht es dann eben um die Fernleitungsnetzbetreiber vor allem, plus die regionalen Verteilnetzbetreiber sowie die Versorger. Also Transportkunden sind im Regelfall die Gasversorger. Das ist ein Thema für die. Und dann das Gleiche, ne? Gabigas haben wir hier. Da richtet es sich natürlich an die regionalen Netze, an den Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe und die Versorger. Ach, und auch die Fernleitungsnetzbetreiber. Bei der Geligas sogar noch ein bisschen weiter, weil auch hier die Messstellenbetreiber mit drin sind. Und bei der Zubio ist es natürlich vor allem wieder das Gasnetz plus die Einspeiser. Und natürlich auch hier die Versorger, die Biogas dann in ihrem Portfolio haben. So. Jeweils also hier gerichtet, um wen geht es, auf welcher Grundlage muss über die gesprochen werden. Und hier steht ja auch nochmal im Sinne des bisherigen Paragraph 2 Nummer 8 Gasnetzzugangsverordnung. Bisherig, weil das ja demnächst dann ausläuft. Ihr habt hier jedes Mal, das habt ihr gerade bestimmt schon gesehen, eine gemeinsame Einleitungsverfügung. Ne? Die ist hier immer mit dabei und ihr seht schon an der Kilobyte-Größe und dann auch, wenn man gleich reingeht, es ist immer dasselbe Dokument. Der Unterschied ist hier nur das Formblatt für die Konsultationsbeiträge. Ne? Hier sehen wir das schon im Pop-up, Konsultation Carla und hier ist dann Konsultation Gabi und so weiter. Ne? Also die Formblätter zum Einreichen der Änderungswünsche in der Konsultation, die sind unterschiedlich, aber die Einleitungsverfügung ist hier gemeinsam und die habe ich hier einmal geöffnet. 14 Seiten kann man sich also mal anschauen. Ihr seht auch hier, ne? Es geht um diese 4 Aktenzeichen einmal gemeinsam. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, um was geht es, über was sprechen wir. Die müssen geändert werden. Hintergrund, auch hier nochmal europäische Richtlinien. Die Gas-NZV wird auslaufen, genauso die anderen 4. Heute geht es uns hier explizit um im Regelfall den Netzzugang Gas. Diverses bürokratisches Rahmengeflecht, ne, rechtliche Hintergründe und dann kommen wir dazu. Ne, erstmal Überblick über die eingeleiteten allgemeinen Erwägungen. Wird darauf hingewiesen, ne, wir wollen das jetzt gemeinsam einmal neu regeln und wir brauchen hier dringend transparente, verlässliche und rechtssichere Rahmenbedingungen für unsere Gasnetze. Gas hat auch nochmal den Hintergrund, dass wir das nun mal über die nächsten 20 Jahre im Prinzip ja rückabwickeln werden, im Großen und Ganzen. Ne? Das gesamte Erdgasnetz
In Deutschland ist ja über 500.000 Kilometer lang und das Wasserstoffkernnetz wird um die 10.000 Kilometer lang sein. Also das ist schon ein ganz, ganz deutlicher Unterschied. Und die meisten Gasnetze werden halt rückgebaut werden. So, und dafür, aber praktisch noch währenddessen, ne, während es schon abmoderiert werden muss, noch eine sichere Versorgung zu haben, die planen zu können, die Finanzierung dahinter stehen zu haben und so weiter. Diese ganzen Regelwerke müssen ja jetzt besprochen werden. Und hier ordnet sich eben auch jetzt unser Gasnetzzugang mit ein. Hier wird dann noch ein bisschen drüber geredet, wie man das nun also gemeinsam macht und was da alles geklärt werden muss. Und bis wann das im Großen und Ganzen laufen muss, denn, ne, hier steht dann auch, das Außerkrafttreten der Gasnetzzugangsverordnung zum 31. Dezember 2025. Das heißt eben auch schon in etwas mehr als anderthalb Jahren ist die Gas-NZV nicht mehr existent und bis dahin müssen wir hier ein neues Regelwerk haben. Dementsprechend läuft da jetzt was. So, wir haben hier nochmal eine kurze Einordnung der vier unterschiedlichen Verfahren mit leicht unterschiedlichen Hintergründen oder Erwägungen der Bundesnetzagentur. Ihr werdet das gleich sehen. Ne? Wie hier, Kahler Gas, um wen geht's? Was muss dann hier überführt werden? Es wird hier aufgeführt, welche bisherigen Paragraphen, also welche Inhalte der Gasnetzzugangsverordnung sind jetzt betroffen. Das ist natürlich für die interessant, die in der Gasregulierung, in der Gasversorgung, im Gasnetz arbeiten und dementsprechend sich mit genau solchen Paragraphen eh schon beschäftigen müssen. Die wissen dann auch, na, okay, das ist genau mein Thema. Und können hier praktisch dann nachverfolgen, alles klar, weil ich mich eben mit diesen Themen beschäftige und mit diesen Themen ist dieser Carla 2.0 genau mein Thema und schaue mir das jetzt dann eben weiter an. Wird ja so ein bisschen eingeordnet und dann ist unter C mega interessant, ne, mögliche Änderungen einmal aufgeführt, was sich die Beschlusskammer, also die Bundesnetzagentur, vorstellen kann, hier zu ändern, ne? Könnten nach den gegenwärtigen Überlegungen Änderungen in Betracht kommen. Ja, das ist also nur eine Diskussionsgrundlage für die Konsultation. So, man wird hier eben darauf hingewiesen, was könnte man hier ändern, was könnte man ändern, was könnte man ändern und dann nur noch mal Sonstiges, um zum Beispiel darauf hinzuweisen, hey, es gibt ja trotzdem noch parallel laufende andere Verfahren wie Kaspar und Annika, ne, in diesem Fall. Und dann geht es schon weiter mit dem nächsten. Ne? Gabigas. Was wird hier jeweils besprochen? Ne? Welche Inhalte sind da betroffen? Und was könnte man ändern? Regelenergie im SLP-Bereich zum Beispiel. Ja, alles klar, alles klar. Weiter mit der GEDI Gas. Hier zum Beispiel auch, ne, was ist betroffen? Und dann mögliche Änderungen, wird darauf hingewiesen, im Großen und Ganzen nichts. Das heißt, hier würde nach aktuellem Ermessen im Großen und Ganzen inhaltlich übernommen werden, was bisher schon so in der Netzzugangsverordnung geregelt war. Bei den anderen haben wir ja inhaltliche Änderungen. Ne? Das ist ja dann durchaus auch interessant für die betroffenen Marktteilnehmer. Wenn man jetzt sagt, naja, ich bin hier im Kontext Lieferantenwechsel, Stammdaten, Netzungsabrechnung, Gas unterwegs und man sollte da vielleicht trotzdem was dringend ändern, dann könnte man auch hier natürlich sagen, hey, vielleicht sind doch Änderungen nötig und würde das in dem Konsultationsbeitrag dann liefern. Sonstige Hinweise dazu und es geht schon wieder weiter mit Biogas. Da, so. Weiterer Verfahrensablauf. Die eingeleiteten Festlegungsverfahren sind jetzt zwar gemeinsam gestartet worden, werden nun aber voneinander getrennt behandelt. Das ist also auch wichtig, wenn ihr zu allen vier Bereichen was zu sagen habt, müsst ihr auch viermal Konsultationsbeiträge einliefern. So, neben der vorliegenden Einleitungsverfügung, na, und damit einer ersten Konsultation, kann ich mehr dazu, wird es dann eine zweite Konsultation geben, voraussichtlich im Herbst 2024. Also, die jetzt hiermit gestartete Konsultation läuft noch bis zum 3. Juli, 3.7.24. Bis dahin würde man über die Formulare also einreichen können, ich finde, Folgendes sollte geändert werden. Ja? Oder wir als Unternehmen, wir als Verband finden, hier sollte was geändert werden. Und man schickt das dann jeweils an das Postfach, was hier mit genannt ist. Aber da unten sind nochmal Regelungen zu der Veröffentlichung, ne? Transparenz dieser Konsultationsbeiträge, ne? Kann man ja alles sich nochmal anschauen, bla 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 bla. Aber im Großen und Ganzen wird das hier darauf hingewiesen, hey, bis zum 3.7. reicht ihr bitte eure ersten Konsultationsbeiträge ein. Und dann würde das verarbeitet werden, es würde dann wieder eine neue Position pro Festlegungsverfahren irgendwann veröffentlicht werden. Ne? Dann haben wir irgendwann also unsere vier Verfahren mit einem aktuellen Stand und würden im Herbst voraussichtlich eine
weitere Gelegenheit bekommen, dann zu den nächsten Entwürfen nochmal eine Stellungnahme zu veröffentlichen in einer zweiten Konsultation, sodass wir dann im Laufe des Jahres 2025 eine regulatorische Sicherheit haben, was hier dann ab dem 1. Januar 2026 wie laufen wird. Das ist das entscheidend Wichtige. Wir hatten ja darüber gesprochen, diese Verordnungen laufen aus und die BNSA könnte es übernehmen oder verändern. Und wir sehen jetzt in so ein paar Details im Gasbereich, wird es Veränderungen geben. Und prinzipiell ist das ja auch gut, weil, ich habe es am Anfang erwähnt, die Gasregulierung ist deutlich weniger vorangeschritten über die letzten Jahre im Vergleich zum Strombereich. Wir haben natürlich über den Smart Meter Rollout große Änderungen gehabt, die erstmal auf den Strombereich gedacht waren und gemeint waren. Der hat sich ja eh hingezogen, aber es gab trotzdem mit der Marco 2020, 2023 und so weiter, Universalbestellprozess, gab es ja deutlich große regulatorische Änderungen in der GWKE, MABIS, WIM und so weiter. Und jetzt mit dem 24-Stunden-Lieferantenwechsel riesige Änderungen zum nächsten Jahr. Und das ist dann so ein bisschen auseinandergelaufen, ne? So Strom und Gas. Ne? Also schon seit der Marco 2020 spätestens hatten wir unterschiedliche Bearbeitungsfristen für Strom und Gas, unterschiedliche Meldefristen. Und das wird ja prinzipiell jetzt noch stärker so werden. Und als ein Vollversorger mit verschiedenen Sparten muss man dementsprechend in seinen Abteilungen auch unterschiedliche Prozessabläufe damit dann ja leben. Das macht es nicht einfach. Ja, in einem sowieso schon schwierigen Branchenumfeld. Und dementsprechend ist es prinzipiell schon mal gut, wenn wir überhaupt Weiterentwicklung sehen im Gasbereich und so eine gewisse Modernisierung auch in der Regulatorik, in den Prozessvorgaben. Mal schauen, was genau da rausläuft. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es gibt dazu ja dann auch noch neben den Marktregeln wie GEDIGAS und GAVIGAS ja auch noch die KOV, die Kooperationsvereinbarung, in der ja nun die konkreten Prozessabläufe dann auch weiter ausdefiniert sind, die ja von den Branchenverbänden veröffentlicht werden. Es gibt schon ein bisschen Weiterentwicklung, aber eben nicht in den Grundregelwerken. Und da wird es langsam Zeit, noch ein bisschen was zu sehen. Und deswegen ist es eine spannende Entwicklung, dass wir hier diese gemeinsame Weiterentwicklung nun am Laufen haben. Ihr findet den Link zu den vier Verfahren natürlich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten geht wie immer auf die aktuelle Seite einfach der Beschlusskammer 7. Das empfehle ich euch ja sowieso. Ihr seht es hier oben bei mir. Ne? Ich habe mir diese ganzen aktuellen Seiten aller Beschlusskammern, die im Energiebereich unterwegs sind, als Lesezeichen hier abgespeichert und gehe da, wenn nicht jeden Tag, dann zumindest alle paar Tage drauf, um einfach zu schauen, ob hier was passiert ist. Ja, und wir sehen, im Gasbereich passiert es was. Ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und da kann man auch noch schauen, dass da hoffentlich auch sinnvolle Schritte noch bei rumkommen. Okidoki. Habt ihr grundsätzlich erstmal Fragen, Anmerkungen und Co. zu diesem Gasregulierungsbereich, Netzzugangsverordnung, wird auslaufen Ende nächsten Jahres und dementsprechend ab 26 werden wir hier neue Regelwerke in den Beschlusskammern dann auch sehen, die dann in Kraft getreten sind. Und bestenfalls bedeutet das auch mal eine Modernisierung der Gasregulierung. Das ist schon nicht uninteressant, obwohl die Sparte über die nächsten 20 Jahre ja nun mal komplett herunter moderiert werden muss. Ist nicht einfach. Ist wirtschaftlich, finanziell, strategisch nicht einfach. Aber da muss man, solange es läuft, immer noch das Beste draus machen. Und als Daseinsvorsorger muss man es sowieso machen. Ne? Man hat ja keine Wahl. Man muss ja Gas versorgen, wenn man zum Beispiel ein Stadtwerk vor Ort ist oder der Grundversorger ist und so weiter. Ne? Okidoki. Dann gerne ansonsten wie immer Daumen nach oben und den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch die Glocke aktivieren, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.